Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast, immer noch mit dem Gastkommentator Domi. Wie die letzten Folgen. Genau. Wir sind jetzt raus aus der Kanalisation, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es vibriert schon wieder an meinem Sack. Wir müssen hier auf jeden Fall weiter crouchen und schauen, ob wir irgendwie durchkommen. Ich habe irgendwie ein ganz, ganz übles Gefühl, dass uns gleich irgendwas ganz Madiges erwartet. Was es sein wird, werden wir hoffentlich bald sehen. Wir haben zwei Türen. Der Domme darf entscheiden, wohin. Rechts geradeaus, also geh mal nach links. Okay. Langsam. Ah, natürlich ist es dunkel. Natürlich ist es dunkel. Okay, wir sind hier wieder in so einem Kanalisationsloch. Kein Freak oder kein Mongo oder sowas. Ui. Oder schlimme doch. Musik. Ich lad mal lieber kurz nach. Und jetzt boom! Genau, das wäre eigentlich die. Das. What? Jetzt schwimmt er oder was? Okay, hier ist ein Loch und hier ist eine Leiter. Oder ein Weg. Wie sollen wir lang gehen? Dom entscheidet. Ja, wahrscheinlich das Loch. Okay, dann gehen wir durchs Loch. Hoffentlich ist es die richtige Entscheidung. Weil wir haben nur noch zwei Batterien und hier ist nichts. Da liegt doch eine Batterie. Wo denn? Da auf dem Tisch. Ja, ich sag doch, geh rechts. Ja, du hörst die blinken. Ich höre die blinken. Genau. Das war übrigens das erste Mal, das ist Folge 6 und er sagt das erste Mal. Eigentlich berühmt für ihn, aber es hat relativ. Was macht denn der da jetzt? Komm jetzt. Hallo? Achso. Schaffst du es heute noch? Ja, da sind 5.365 Kisten. Ja. Und wieder geht's ab ins Wasser. Mhm. Du stehst doch drauf, wenn du dich nass machst. Ja. Warum kann ich mich nicht. Warum kann ich nicht aufstehen? Ich kann nicht aufstehen. Achso, ich bin nicht gar nicht. Bücken. Laufen! Okay. Gut, wir gehen jetzt weiter einfach den normalen Weg und schauen mal. Alter, was macht denn der da? Hängt er einfach nur rum? Okay, wir gehen wieder ins Wasser. Ich verstehe es langsam nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay, wir haben kein Loch mehr, durch das wir durchcrouchen können. Das heißt, es ist auch keine Batterie mehr in der Nähe. Nope. Nichts mehr. Wir sehen. Ja, kann ich nicht. Und die Scheiße abtauchen geht nicht. Da, schau, die Scheiße kann hochspritzen. Ja, das hat mich jetzt aber nicht so schockiert. Kann ich da auch. Ja, ich kann da hoch. Da geht's aber durch ein Loch. Was soll man machen? Loch oder Weg? Weg. Weg. Runter kannst immer, bloß hoch ist immer schwer, ne? Ja, das stimmt. Ist die Batterie aber schon wieder fast leer? Was ist denn los? Jetzt geht's hier aber wieder ins Wasser. Hier ist aber eine Tür. Mein langsam auch. Aber nee, es war nicht die. Schon wieder der Bug. Schau, ich kann einfach durch die Tür gehen. Schau, ob du gleich durch die Wand kannst. Sonst hey, da ist eine Notiz. Notiz, Dokument. Ding aus. Dokumente. Es blutet immer noch. Bin schon schwach. Kalt. Und bla bla bla. Aber den Rest können Sie selber lesen. Drücken Sie halt Pause. Genau, ihr kennt es ja schon. Ich hätte eigentlich durchglitschen können, gell? Wieder durch die Tür. Also, muss ich jetzt nachladen oder soll ich mal noch lassen? Ich würde noch lassen, weil du musst ja sparen. Stimmt. Also, hier ist dann. Ich weiß nicht, ich gehe mal nochmal nach unten. Nein, hier ist wieder ein Loch. Waren wir hier schon? Da vorne rechts, oder? Ja, wenn wir hier rechts gehen, kommen wir nochmal durchs Loch durch. Ja, durch das Loch sind wir ja noch gekrabbelt. Glaube ich, hoffe ich. Sehen wir dann. Denke ich. Genau, sehen wir dann. Crouch jetzt einmal durch. Batterie aufladen, muss ich jetzt wohl machen. Eben, so macht man das auch theoretisch, wenn man Batterien sparen will. Ich spare nicht. Okay, jetzt bin ich wieder mitten im Wasser. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Kurz, Licht ist hier hinten. Oh shit. Rechts kommt was. Ich sehe nichts. Links. Von da. Rechts. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Danke. Ich bin die Leiter hoch, Junge. Shit. Wo ist er jetzt hin? Da. Ich sehe nichts. Wieder hoch. Okay. Danke. Das erinnert mich fast an Dead by Daylight. Ey, ich hab's geschafft, okay? Wie bei Dead by Daylight auch.
Schau, wie schwarz der ist. Das ist voll der Nigger. Das ist der Quoten-Nigger in dem Spiel. Hast du auch irgendwas? Nee, ja, und nicht. Okay, aber sicherheitshalber, Tür zu. Hisser. Genau, lass den Nigger in der Zelle. Okay, wir sind jetzt immer noch im Mail Ward. Halt's Maul. Hier. Irgendwas schrie er. Ah. Ja, schau, sag ich doch. Der hat hier links. Ich weiß nicht, wohin? Da bist du hergekommen. Ja, ist doch egal. Jetzt ist er zu! Ja. Warum? Hä? Wo ist er jetzt? Ja. Scheißegal, renn. Ja, ich renn. Also nicht da rein, rechts. Da geht nicht rechts. Dann da rechts, sag ich doch. Da lang. Links. Rechts. Links. Wie bei irgendeinem Super Mario. Rechts, links, rechts, links, links, ja. Rechts. Super Mario voll ist unter Blatt. Halt so anstrengend. Da rechts war doch was. Wo? Ach nee, ist ein Sack. Ja. Ein Sack voll Eiern. Ein Glockensäckchen. Mhm. Da ist schon wieder einer. Oh. Okay, hier geht's nicht lang. Ich renne ihm hinterher. Komm schon, Spasti! Wo ist der Spasti? Der ist schneller als ich. Wie kann das sein? Wenn er sich jetzt umdreht, auf die Glocke haut. Ja, die Ritzen sind immer ein schlechtes Omen eigentlich. Aber wir müssen uns merken, wo die Ritzen sind. Das ist Dommel sein Job. Kann ich da. Ja. Ritzen kenne ich mich aus. Alter, schau dir das an. Schau, was da los ist. Oh, ich habe eine neue Notiz. Zwei neue Notizen. Wallrider. Das Wort Wallrider tauchte überall auf. Murkoff hat ja ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre, ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gern als Schizophrenie-Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Und das Lustige ist, alles war schön geschrieben, außer das letzte, vorletzte Wort. Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Immer den Fliegen hinterher. Immer den Ratten hinterher heißt es eigentlich, gell? Die Ratten wissen wenigstens immer, wo es nach draußen geht. Obwohl, immer den Fliegen hinterher war, wo finden sie die Toilette? Ladescreen! Wir haben es geschafft, wir sind im nächsten Kapitel. Keine Ahnung, nur durch Dommes Koordination haben wir es geschafft. Okay, erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Auf jeden Fall links schreit was? Oder ich muss zugeben, ich bereue es. Ja, natürlich muss ich das rüberdrücken. Ich bereue es schon fast ein bisschen, jetzt in die Männerstation direkt gerannt zu sein. Ich wollte eigentlich natürlich alles entdecken, das heißt, die Female-Station bleibt mir verborgen. Und da ist schon wieder einer, der aus dem Arsch blutet. Ja, aber volle Ratze. Und eine Zwangsjacke anhat. Ja, und ein Verband um den Kopf rum hat. Also, Sie wissen, liebe Zuschauer, was das heißt. Er hat sich so lange am Arsch gekratzt, bis er blutet. Ja. Hat auf jeden Fall echt ein Problem, der gute Mann. Halt, jetzt, was macht denn der da? Erstmal aufreißen. Erstmal die Tür aufreißen. Hier ist gleich die nächste Tür. Gehen wir mal rein. Erstmal aufreißen. Ja. Hier ist nichts. Hier war der letzte Arschbluter. Was ist hier denn? Was steht da? Fingers first, then balls. Oh. Und Sie haben eine Notiz gekriegt? Oh ja. Oh, Notiz. Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Ich musste gleich schon grinsen, weil das Erste, was ich las, war, dann die Eier. Das habe ich mir fast gedacht, ehrlich gesagt. Was anderes hätte ich von dir auch gar nicht erwartet. Tja. Okay, wir sind jetzt auf der Seite. Hier geht die Treppe nach oben. Ja. Es stampft schon wieder bei irgendwas. Von wo kommt's? Hinter uns oder vor uns? Gar nichts. Hä? Links. Genau über dir. Da, die Tür. Da hämmert er dagegen. Aber der Schrank ist davor. Noch. Da kommt er nicht durch. Das heißt, wir werden
Geh halt da durch. Die Tür lieber schließen. Ja, die ist zu, weil da ein Schrank davor steht. Ja. Wir werden jetzt aber erst nach oben gehen und schauen, ob wir vielleicht zufällig irgendwelche Butter... Nein, hat sie erledigt. Der Kerl ist so fett, glaubst du, den stört ein kleines Schränkchen? Ja, stört ihn. Das ist die Spielphysikalik. Es stört ihn, wenn ein Schrank davor steht und sobald wir ihn wegtun, soll uns natürlich ein bisschen Panik machen, aber wir haben natürlich keine Angst, weil wir finden Batterien. Aber eine riesen Knasttür tritt da ein. Ja, genau. Aber wenn so ein kleines Schränklein davor steht, dann auf gar keinen Fall. Aber er, der Schlappschwanz von Journalist, bekommt es natürlich hin, das Ding auf die Seite zu schieben. Auf einmal ist er weg. Ja, logisch. Okay, hier sind zwei Türen. Hier ist ein Loch. Also will ich erst durch die Türen gehen. Echt? Klar, weil da kannst du flüchten. Stimmt. Okay, ein Mann, ein Wort. Hau mal erstmal durch die durch! Hau durch! Und zu. Schade. Fail. Nochmal die, auch zu. Also durchs Loch. Ja, hilft ja nichts. Wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Taktik war gut, die Durchführung scheiße. Eben. Aber wenn du es noch nicht gemacht hast, dann würde ich dir vorschlagen, abonniere uns auf jeden Fall, dass ihr uns weiterhin hören könnt und weiterhin zuschauen könnt in Outlast, weil wir werden auf jeden Fall das zweite Kapitel natürlich auch spielen. Und ich höre gerade ganz, ganz seltsame Musik. Also ich höre links stöhnen. Ich höre viel, viel, viel Dreck und viel, viel Stöhnen. Wahrscheinlich hoffentlich in dem Vorhang drin. Hoffentlich springt da nichts raus. Also irgendwo links kommt was. Da ist aber ein... Alter. Der ist zerlegt. Tja. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal diese Notiz an. Ist nicht kein als ein Dokument. Kostenbericht Projekt Wallrider. Krankenbericht von Rick Drager. Okay. Hier geht's nach oben. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hier so stimmt. Ja, nichts. Auf der linken Seite? Darf nicht schlafen, Mönnike, warte doch auf. Da kann man wahrscheinlich nicht reinschauen, oder? Da ist eine Batterie. Schau. Aber ich also, hört's nur, man sieht nichts. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie sich das auch gerade anhören oder spielen, dann hört es sich doch echt an, ob da jemand Sex hat. Ein Outlast-Porno, hier ist er. Auf ja. Jeden Fall jetzt von links. Das wird wohl der sein, nehme ich mal an. Nee. Ich will da, muss ich da durch? Ja, den würde ich ja durch zwei hören. Ich ja, du bist auch durch zwei. Links. Ja, das wird wahrscheinlich hier in irgendeinem komischen Loch genau. Da drin sein. Ja, aber da komme ich nicht rein. Ja, weiß ich ja. Darum sage ich ja, sie ja, können deswegen... hören, dass sie Sex haben. Hallo? Ja. Komm, sprich hoch. Okay. Wir haben 4 von 10 Batterien. Ich muss sie ausmachen. Wieso? Weil du geradeaus kommst. Ja, aber ich sehe ja nichts. Muss ja nicht, es geht ja bloß geradeaus. Trotzdem. Oh. Ja, was machst du so? Fleisch, will Fleisch, will Fleisch, will Fleisch, 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 Fleisch. Ja, hier. Und dann da die Zwillinge. Scheiße, ja, mach ich doch gerade. Mach ich, schneller, schneller, beweg dich! Nein, auf, hör auf! Mach zu! Danke. Okay. Jetzt am besten im Schrank. Schrank. Nein, hier lang. Sorry, tut mir leid, Leute. Ich muss mich einfach gerade ein bisschen beeilen. Ich höre nur Wallrider. Mach weiter. Nein! Scheiße. Ja, mach doch, voll unter Blatt. Tür zu. Mach ich. Da, Schrank davor schieben, genau. Mach ich doch! Schieb! Wallrider! Okay, wir sind safe. Yam, was liegt denn da? Jetzt kannst du dir das ja in Ruhe angucken. Nein, ich hab das von hier oben. Oh, sorry, Leute. Muss ich mal ganz kurz. Ich muss mich beruhigen, ohne Scheiß. Okay, nein. Nicht für uns. Oh! Okay, da lang. Da ist lang. Rechts. Da das Fenster. Nein, geh weg.
Da lang. Wo? Ja, das ja, war dieser es geht der typische nicht. Bug. Ja, der Mann. Ja. Wow, ja, logisch. Was soll denn der Scheiß? Und dann auch noch zwei. Oh, ich hab gedacht, ich wär safe. Oh, ich hab. Nee. Also, wer hätte jetzt gedacht, dass das so. Madek, nochmal. Okay. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Wissen wir, wie es geht schneller. Nee, wenn. Zumachen. Zack. Nächste. Da lang. Zack. Rechts aufmachen. Tür zu. Schrank vorschieben. Haben wir vorher nicht gemacht. Nee, haben wir vorher nicht gemacht. So. Nächstes. Schrank wegschieben. Komm, mach hin, nee. Okay. Tür auf. Und Tür wieder zu. Tür wieder zu. Danke. Da geht's nicht. Gehen wir hier lang. Jumpen hier drüber. Mach ich. Vorschieben. Tür zu. Ja, natürlich. Zwei. Ja. Okay, scheiß aufs Zuschieben. Hier hoch. Durch. Links weg. Links weg. Links weg. Und rechts. Und hier durch. Links. 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 Da drüber hüpfen. Da drüber hüpfen. Wunderbar. Und jetzt da runter. Oder hüpfen. Okay. Okay. Musik ist vorbei, so wie ich das sehe. Ja. Ja, mir dann ist das sicher. Eben, lauf, lauf! Rechts! Okay, rechts. Auf die Tür, schnell! Geht nicht. Dann rechts, rechts, rechts! Ich bin rechts. Da ist nichts! Ja, irgendwas müsste aber irgendwo sein. Oh, da geht's um drüber. Ja, genau da lang. Da durch. Ja, da durch. Rechts. Rechts. Noch weiter rechts, nochmal ja, drüber. Raus. Links. Down there. You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Ja, 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 was? Aufmachen. So. Alter. Also, das heißt natürlich, dass ich. Oh. Ja, super. Aber das so sieht man, dass mit mir der Zocker steckt. Ja, ja, ja. Oh, ich hab das Spiel noch nie gespielt und musste dir den Weg zeigen. Oh shit. As a witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah blah. Was will der von uns? Look, a little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs. Schaut aus wie ein dicker Blowjob. Ach, der schaut echt hart aus irgendwie. Der schaut richtig, richtig psychomäßig aus. Was? Sitzen wir jetzt in einem Rollstuhl? Sitzen wir echt in einem Rollstuhl? Wir sitzen in einem Rollstuhl. Angebunden. Jetzt sind wir genau in das Erdgeschoss von dem komischen Kerl gekommen. Und ja, na klar. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Nein. Go ahead, I'll wait here. Los. Go on, run free. I'm in no hurry. What the fuck, was willst du? Schau mal, was der hat. Aber er hat noch Haare. Okay, then, right. Oh, am Sack oder was? Im Kopf? Was machst du denn da? Ich will doch da raus! Ich suche schon die ganze Zeit nach einem Exit und dann. Oh, lecker. Ja. Was macht der? Macht eine eigene Bluttransfusion? Oh, Fingernägel. Kennen die auch nicht, dass man die schneiden müsste? Ja, ich weiß nicht, wie lange die da schon drin sitzen. Boah. Will ich sie abknabbern? Oh ja. Was? Hallo Follow the Blood? Der schiebt mich ja. Warum soll ich dem Blut folgen, wenn da so ein komischer Scheißpsycho da wartet? Das ist halt der Sinn. Da ist doch. Ja, da ist schon wieder so einer, der sagt, töte mich. Alter, was geht denn mit dir los? Ekelhaft. Zum Glück bleiben wir. Noch einer, schau ihn dir an. Der ist schon hier, oder? Ich weiß nicht. Ich seh's nicht genau. I don't know. No, das schaut überhaupt nicht gut aus. Nein, nein, du lässt uns mit, Alter. Und wo sind wir? Im Scheißhaus. Steckt er uns jetzt erstmal einen Pissport oder was? Nein. Hör einfach auf, lass es einfach bleiben. Hör auf, was hast du vor? Oh! Die Drecksau!
Arschritze! Exhibitionist, Alter! Ja, Mann, genau die Arschritze ist bei mir die ganze Zeit feucht in dem Spiel. Es gibt Albträume. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou. Jetzt Bible. Ja, Werkzeuge. Was ist das für ein? Das ist der Doktor oder was? No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit. Nein, lass es einfach bleiben. Was hat denn eine Brille auf die Scheibe? Ist die kaputt? Ja. Warum hat er nackten Arsch, Mann? God died. Homo is more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder. Ja, was ist, wenn das ganze Geld weg ist? Was muss man tun, um so ein Haus zu finden? In der Psychiatrie leben. Ja, er holt natürlich das Messer aus dem Pissport raus. Und es ist eine Schere, Alter. Oh, Messer? Alter, was war das? Paying attention? Yeah. Oh. Don't pass that on me. There's still a lot for you to enjoy. Was macht denn der da? Oh, ich weiß es nicht. Ah, die Finger. Hey. Oh, okay. Oh, no, bitch! This thing is gonna sell it. Zum braucht man die Rechte. Ja, aber da hat er doch auch was abgeschnitten. Oh. Also mit Nase bohren wird es mit rechts nichts mehr. Oh, rechts. Ich muss wiggeln. Wiggeln. Ich hoffe, ihr hört es nicht so arg, das Knacken. Aber jetzt bin ich eh frei. Und ich bin stehen in meiner eigenen Pisse. Ich hab vor Angst. Oh, ja, geil. Oh, schön. Alles rauslassen. Kein Problem, die Kamera, die nehmen wir noch mit. Es speichert. Und genau an dieser Stelle hoffe ich, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und tschüss.